Hallo, hier ist Hans-Josef Feld. Hallo, herzlich willkommen. Ja. So, Ist wir haben alles jetzt. schon soweit Bitte? bereitet? Ist alles schon soweit bereitet? Ja, also ich dachte, wir warten noch ein paar Minuten, bis alle eintrudeln. Ja. Und dann können wir gleich starten. Wir machen eine kurze Einführung. Genau, ich würde Sie begrüßen und ich würde auch kurz ein paar Worte zu Radikal Klima sagen Ja. zu Beginn und dann leite ich über zu. Dann dürfen Sie starten. Und dann teile ich meinen Bildschirm mit meiner Präsentation und dann geht's los. Genau, eine Frage. Wir hatten mit Sophie abgesprochen, dass Sie eine Stunde Zeit haben heute. Eine ganze Stunde doch. Ach so, Und also dass Sie im Anschluss an Ihren Beitrag noch für Fragen zur Verfügung stehen? ja, das schon. Aber ich hatte mich jetzt so auf 20, 25 Minuten Vortrag So eingerichtet. ist es, genau. Und dass wir Sie dann noch ein bisschen löchern dürfen. Ja, das ist Ist okay. das okay? Also Sie müssen das sagen, wie viel Zeit Sie Naja, eine mitgebracht Stunde haben. ist schon gut. Ja. Und Fragen sind wichtig. Okay, vielen Dank. Okay. Okay, dann starte ich mal mit dem Programm. Ich begrüße unsere Gäste ganz herzlich heute zum Vortrag von Hans-Josef Fell. Wie kann die Berliner Energiewende gelingen? Vorweg möchte ich ein paar Worte zu Radikal Klima verlieren. Wir sind eine neue Partei in Berlin. Wir haben uns im August letzten Jahres gegründet und unser Ziel ist, im September bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus anzutreten. Und es natürlich auch hineinzuschaffen. Unser Anliegen ist es, den BerlinerInnen ein Programm und eine Politik anzubieten, die das Ziel hat, die anstehende sozial-ökologische Wende umzusetzen. Wir stehen für die Mobilitätswende, die Ernährungswende und die Energiewende und für ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaften und Zusammenleben im Rahmen des 1,5-Grad-Limits. Wir waren mit der Klimapolitik der etablierten Parteien in Berlin nicht zufrieden und haben uns aus der Klimagerechtigkeitsbewegung heraus zusammengeschlossen, um den Druck von der Straße ins Parlament zu bringen. Wir sind dabei ein Teil der Klimalistenfamilie Deutschlands und repräsentieren die Klimaliste Berlin. In unserer Vortragsreihe wollen wir von erfahrenen Aktivistinnen und Vordenkerinnen lernen, Interessierte zum Mitdenken einladen und auf diese Weise Visionen entwickeln und unsere politischen Möglichkeiten in Berlin beflügeln. Ich begrüße zum heutigen Vortrag ganz herzlich Hans-Josef Fell. Er ist der Präsident der Energy Watch Group und er war Bundestagsabgeordneter von 1998 bis 2013 für die Grünen. Und zudem ist er der Autor des Entwurfs des EEGs, des Erneuerbare-Energien-Gesetzes aus dem Jahr 2000. Also Sie blicken auf eine lange politische Geschichte zurück, Herr Fell. Ich möchte noch erwähnen, dass Sie für Ihr Lebenswerk 2018 mit dem Louis-Chevu-Preis ausgezeichnet wurden, dem weltweit höchst dotierten Preis für Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Und damit möchte ich das Wort an Sie weitergeben. Und genau, ich bin sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, danke, Frau Simons, für die freundliche Einführung. Gerne habe ich hier zugesagt, denn ich finde das unheimlich wichtig, dass sich viele, 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 viele Menschen, so wie Sie, einsetzen, radikal den Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Alles, was bisher passiert ist in der Welt, ist unzulänglich. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Die Frage ist nur, was muss man wirklich radikal tun? Und was hat das für Konsequenzen
in den einzelnen Bereichen wie Sie sind gemutet gerade. Müssen Sie sich nochmal anmuten, da ist irgendwas passiert. Sorry. Jetzt. Jetzt ist. Wie lange haben Sie mich hören können? Muss ich nochmal anfangen? Das wäre, glaube ich, ganz gut, ja. Also vom zweiten Satz. Oh, das war natürlich Pech, dass ich da schon irgendwie rausgefallen bin mit dem Mikro. Ja, danke für die Einladung und für die nette Einführung, Frau Simons und alle, die daran gearbeitet haben. Ich habe sehr gerne zugesagt, denn es ist so unheimlich wichtig, dass viele Menschen sich engagieren für den Klimaschutz und das nicht irgendwie für irgendein bisschen Klimaschutz, sondern für einen radikalen Klimaschutz. Das habt ihr im Programm und im Namen und das finde ich sehr gut, denn anders wird es nicht mehr gelingen, diese Menschheit vor dem Auslöschen der menschlichen Zivilisation zu retten. Das wird auch am Anfang meiner Präsentation noch mal kurz eine Rolle spielen. Und heute ist ja das Thema im Wesentlichen die Berliner Energiewende. Und sie ist natürlich für einen radikalen Klimaschutz extrem wichtig, weil über die Hälfte aller globalen Emissionen, die das Klima schädigen, CO2, Methan, Lachgas und andere, über die Hälfte stammen aus der Nutzung der Energie. Erdöl, Erdgas, Kohle und auch Atom spielt keine rühmliche Rolle hierbei, auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen. Insofern will ich mal jetzt meinen Bildschirm teilen, um mit der Präsentation anzufangen. Und hinterher bin ich noch gespannt auf die Diskussion und auf die Fragen. Wie kann die Berliner Energiewende gelingen? Sie hat natürlich Spezifika, die nur für Berlin gegeben sind. Aber dennoch kann man aus dem, wie man eine Energiewende machen muss, überall in der Welt, vieles dann natürlich ableiten und für Berlin dann auch stärker in den Mittelpunkt senden. Hier zunächst mal nochmal die Sensibilisierung dessen, was ich gerade gesagt habe. Und das deutet darauf hin, dass man die richtigen Ziele machen muss. Wir haben mit der Energy Watch Group nochmal die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Klimawissenschaft abgefragt, eingescannt und haben erkannt, wenn man das Pariser Ziel einhalten will, also möglichst 1,5 Grad Celsius nicht überschreiten will, dann muss man Null Emissionen bis 2030 auf dieser Welt verwirklichen. Die gesamten politischen Ziele auf der EU-Kommission, deutsche Regierung, chinesische Regierung, wie sie alle heißen, mit Klimaneutralität bis 2050 oder gar 2060 wie China, sind untauglich. Wenn das erst dann erreicht ist, wird wahrscheinlich ein Großteil der Menschheit im Hitzefieber dieser Erde schon nicht mehr existieren können. Insofern müssen wir wesentlich schneller ran. Und wie gesagt, im Klimabereich ist das, im Energiebereich ist das besonders wichtig. Es gibt eine ganze Menge von Blockaden dagegen. Die wirken ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Sonst hätten wir ja Klimaschutz. Und die Blockaden muss man auch genau identifizieren. Und allen voran steht natürlich das wirtschaftliche Interesse des größten Geschäftes dieser Erde. Das größte Geschäft der Erde ist das mit den fossilen Energien. Einmal als Energiehändler wie Shell, BP oder wie die Kohlekraftwerksbetreiber oder für diejenigen, die die Heizungen beliefern. Aber es sind auch diejenigen, die die Technik produzieren, die mit diesen Energien dann laufen. Die Automobilkonzerne, die Chemiekonzerne und die Flugzeugkonzerne und wie sie alle heißen. Diese wirtschaftlichen Interessen sind die größten der Erde. Ihr Geschäft weiterlaufen zu lassen, das lobbyieren sie und deswegen gibt es bisher keinen Klimaschutz in der Welt. In Berlin ist es vor allem auch Vattenfall, hängen sich unentwegt ein Mäntelchen um, sie würden Klimaschutz machen wollen. In Wirklichkeit betreiben sie Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke und weiteres. Und Erdgas spielt auch für sie eine große Rolle. Die
wirtschaftlichen Interessen dominieren dann sehr stark in den Medien und bedienen dann natürlich diese Lobbyinteressen auch. Und in den Medien werden dann auch häufig die Scheinlösungen breitgetreten. Ich werde sie noch näher erläutern, welche sie sind. Denn das muss man wissen, dass es scheinbare Lösungen für den Klimaschutz gibt, die in Wirklichkeit Bestandsschutzinteressen des alten fossilen atomaren Apparates hat. Und aus diesen dominanten Diskussionen aus der interessensgeleiteten Wirtschaft der Fossilen kommen dann in der Gesellschaft die dort implementierten Denkblockaden. Und die heißen eben 100% erneuerbare Energien bis 2030. Ihr spinnt ja, das geht ja nie. Frühestens 2100 könnte man das machen. Eine schwierige Denkblockade, auf die man immer trifft und die viele Leute noch weiterhin haben. Das ist viel zu teuer, ist die nächste Denkblockade. Dabei ist das Gegenteil natürlich richtig. Heute sind erneuerbare Energien die billigste Art, Energie überhaupt zu erzeugen. Und dann kommt als Denkblockade noch der dritte in die Gesellschaft weit verbreiteter Punkt. Die Schwankungen von Solar- und Windenergie sind so riesig, dass man das innerhalb einer 100% erneuerbaren Energieszenario nicht lösen könne. Selbst die Speichern brauchen noch zu lange, alles zu teuer. Man braucht schlicht die Grundlast aus Kohle und die Flexibilität aus Erdgas. Sie kennen alle diese Sachen. Und zu den Denkblockaden gehört auch, dass wir kaum vernetztes Denken haben. Ich werde noch darauf eingehen. Wir müssen endlich mal die gesamten Gesundheitsfragen mit den Energiefragen verbinden. Oder auch die Friedensfragen in dieser Welt. Kein Wunder, dass die meisten Kriege dieser Welt in der Nahostregionen stattfinden. Iran, Irak, Syrien, dort, wo das Erdöl für die Erde am meisten herkommt, dort ist der meiste Krieg. Also diese vernetzten Denkweisen sind entscheidend wichtig, sie finden aber kaum statt. Wir müssen das aber ändern. Scheinlösungen, die immer wieder propagiert wird, und zwar im Moment besonders stark, sind zum Beispiel Atomkraft. Einer der reichsten Männer der Welt, Bill Gates, hat gerade ein mit viel Popanz und mit viel Lobbyarbeit in die Medien gebrachtes Buch darüber geschrieben, dass die Atomkraft mit die entscheidende Lösung sei. Aber auch die anderen Lösungen finden wir bei ihm, zum Beispiel Carbon Capture Storage. Es wird keinen Lösungsbeitrag bringen. Den Kohlenstoff muss man im Boden lassen und dann muss ich ihn auch nicht mühselig aus dem Rauchgas herausholen und wieder in den Boden hinunterstopfen. Das macht keinen Sinn. Erdgas gehört ins Zentrum der Scheinlösungen. Hier ein Bild vom Berliner Hauptbahnhof im letzten Jahr. Gute Aussichten für unser Klima. Mehr Strom aus Gaskraftwerken sorgt für weniger CO2-Ausstoß. Das mag sogar stimmen. Am Schornstein ist weniger CO2 drinnen als am Kohlekraftwerk-Schornstein. Nur das ist nur die halbe Wahrheit. Die Methanentwicklung in den Fördergebieten und in den Gaspipelines, die Leckagen und so weiter, schaffen so viel Klimagase in die Atmosphäre, dass unterm Strich ein Erdgaskraftwerk sogar klimaschädlicher ist als ein Kohlekraftwerk. Das spricht nicht für die Nutzung von Kohlekraftwerken, ganz und gar nicht. Spricht nur dafür, beides und alles zu beenden und nicht Zwischenlösungen zu finden. Geoengineering, also so Sachen wie Schwefel in die Atmosphäre bringen, um weniger Sonnenstrahlen auf die Erde zu bringen, das findet sich sogar auch im Bill Gates Buch und anderswo. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Wie kann man Krebs bei den Menschen, Lungenkrebs in großem Maßstab erzeugen, um die Erde abzukühlen? Das macht doch gar keinen Sinn. Die US-Lungenärzte sind da viel klarer. Und das ist auch das, was wir in der politischen Debatte viel, viel stärker zusammenbinden müssen. Die US-Lungenärzte haben gerade auch in der Corona-Krise gesagt, wir haben so viel vorgeschädigte Lungen, die dann, wenn sie den Virus empfangen, schnell in der Risikogruppe sind und dann den letzten Stoß bekommen von der Pandemie. Es ist wichtig, dass die Menschen nicht lungenkrank werden. Und dann sind wir bei der Luftverschmutzung. Hauptursache der Luftverschmutzung ist die fossile Energie mit dem Verbrennen von Erdöl, Erdgas und Kohle. Und somit gehört die Luftreinhaltung voll auf die Agenda. Wenn wir eine gesunde Bevölkerung haben wollen, müssen wir das
auch in der Richtung bringen. Und Sie haben vorgerechnet, wie die Umstellung auf Elektromobilität mit 100% erneuerbaren Energien drastisch die Gesundheitskosten senkt und gleichzeitig natürlich auch die globalen Kosten für die Klimaauswirkungen. Nein, das sind die US-Kosten, die Sie hier berechnet haben. Wir haben diese Diskussion in Deutschland überhaupt nicht. Ich habe von Minister Spahn nicht ein einziges Mal gehört, man müsse die Menschen schützen vor schlimmeren Corona-Auswirkungen, indem man die Luft sauber macht. Dabei ist dieser Zusammenhang extrem wichtig. Und zum Argument, das Ganze geht nicht schnell. Hier mal ein historisches Beispiel, wie schnell Technikrevolutionen gehen und gehen können. 1900, New York, der gesamte Verkehr waren Pferdefuhrwerke. Ein Auto sieht man im roten Kreis. Und was haben sich die Leute den Mund wetzig geredet, indem sie sagten, dieses Auto, so eine Spinnerei, das wird nie kommen. Man hat ja nicht einmal genügend Chauffeure für diese Autos, um die Pferdekutschen zu ersetzen. War eines der Argumente. Und so haben sie weiter investiert in Pferdetränken und in Stadtreinigung der Pferdeäpfel. 10 Jahre später war alles Trended Investment in den Sand gesetzt. Die Autos haben die Welt erobert. Ein 10-Jahres-Zeitraum ist typisch für die Welteroberung von Laptops, von Mobilfunk, von Flugzeugen. Da hat sogar nur 2 Jahre gedauert. Technikrevolutionen können rasant schnell gehen, wenn man sie nicht behindert mit Agitationen gegen sie. Und deswegen müssen wir das auch in die Diskussion bringen. Und zu teuer? Nein, das ist die heutige Realität schon in Deutschland oder Europa. Nuklearenergie, fossiles Gas, also Erdgas, Steinkohle in der Stromerzeugung, wesentlich teurer als Windkraft und Solarenergie. Und das Tolle ist, Windkraft und Solarenergie wird immer billiger, je mehr wir sie anwenden. Denn die Kosten sind ja nur Technikkosten und keine Rohstoffschürfkosten aus den Bergwerken und anderes, wie bei den fossilen und atomaren. Und auch was die Debatte betrifft, die wir immer hören, Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar. Es wird die seit etwa 2012 für die EEG-Umlage als der Untergang des Abendlandes beschrieben. Sie würde alle Menschen zu stark belasten, die Industrie genauso wie die privaten Haushalte. Und man müsse endlich die EEG-Umlage senken. Wir haben da genauer hingeschaut von einem 4-Personen-Musterhaushalt, die Gesamtenergierechnung, was eben die Benzinkosten im Auto betrifft, die Heizölkosten, die Stromkosten. Die EEG-Umlage macht gerade 6% aus von den gesamten Energiekosten. Und über diese 6% wird so viel diskutiert, dass man jetzt sogar den großen politischen Fehler gemacht hat, die EEG-Umlage aus dem Steuergeld zu bezahlen. Eine Grundfeste der Funktionsfähigkeit des EEGs, wie wir es 2000 eingeführt haben, damit es verlässlich über Jahrzehnte wirken kann, muss es aus der Hand der Finanzminister genommen werden. Denn sonst geht es in die jährlichen Haushaltsberatungen und wird dort immer wieder unter die Räder kommen, unter dem Diktat des Einsparens müssen wegen zu hohen Schulden im Bundeshaushalt, die ja jetzt wegen der Corona-Wirtschaftskrise noch mal exorbitant steigen. Fehler über Fehler sehen wir und das nur wegen falschen Einordnungen in diesen Fragen. Und diese Fehler kommen natürlich auch dann bundesweit. Der Zubau installierter Leistungen Solarenergie ist seit 2012 massiv eingebrochen. In den letzten 2-3 Jahren wieder etwas langsam gewachsen. Dieser langsame Zuwachs ist aber hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass immer mehr auch ungeförderte Anlagen bauen und gar nicht mehr auf die Förderung im EEG zurückgreifen, weil erneuerbare Energien, auch der Solarstrom, inzwischen die billigste Art der Energieerzeugung sind. Das ist eine gute Entwicklung, nur für das, was wir brauchen, eine schnelle Entwicklung auf 100% erneuerbare Energien bis 2030 reicht natürlich diese Ausbaugeschwindigkeit nicht aus. Wenn wir in diesem Jahr vielleicht 6 Gigawatt Ausbau in der Photovoltaik wieder erwarten, dann ist das nur ein Zehntel dessen, was wir brauchen in Deutschland mit jährlichem Ausbau, um 100% erneuerbare zu schaffen. Wir brauchen 60 Gigawatt, nicht 6 Gigawatt. Nur mal, um eine Größenordnung hinzubekommen. Wir werden bald darüber eine neuere Analyse aufzeigen.
Geblendet werden viele dann durch das Wachstum des Anteils erneuerbarer Energien am Ökostrom. Und die Bundesregierung stellt sich ja auch unentwegt hin, als wenn sie unglaublich erfolgreich wäre. 50% Ökostrom haben wir jetzt schon. Den Niedergang der jährlichen Investitionen, wie ich Ihnen bei Solarenergie gezeigt habe, den haben wir auch in der Windkraft, den haben wir auch bei Bioenergie, Wasserkraft und anderswo. Hätte es diesen Niedergang nicht gegeben, sondern ein exponentieller, steiler Ausbau, so wie die Autos in New York damals, 1900, dann hätten wir heute schon 100% erneuerbare Energien. Eine vollkommen emissionsfreie Stromerzeugung. Zumindest auf dem Niveau des Stromverbrauchs, wie wir es heute haben. Was wir aber brauchen, ist natürlich ein mindestens doppelt bis dreifach so hoher Stromerzeugung, weil der Ökostrom auch in die Mobilität muss, auch in die Heizung muss und überall rein muss. Und daraus erkennen wir auch schon die Aktivitäten. Die Ziele, die also die Bundesregierung hat mit 65% Ökostrom bis 2030 auf dem Niveau des heutigen Strombedarfs, sind vollkommen unzulänglich, dauern zu lang. Sie werden sowieso übertroffen werden, aber nicht mit der Geschwindigkeit, wenn wir Politik so lassen wie bisher, die wir brauchen, um wirklich Klimaschutz zu machen. Wie ein 100%-Szenario aussehen könnte, haben wir mit der Energy Watch Group mal für meinen Heimatlandkreis Bad Kissingen, ist in Unterfranken, berechnet. Und das ist gar nicht so heftig alles. Wir brauchen einen Windkraftausbau von heute 33 Anlagen, jetzt schon stehen mit je 2,5 Megawatt, um 48 Anlagen, allerdings dann gleich die modernen großen mit 5 Megawatt. Die Solar-PV können wir auf den Dachflächen und auf den Freiflächen massiv ausbauen. Es ist auch notwendig. Auch Bioenergie, um eben die winterlichen Flauten, vor allem die Dunkelflaute, ausgleichen zu können. Da muss die Kraft-Wärme-Kopplung mit Bioenergien ran, um Strom und Wärme in diesen Lücken zu schließen. Natürlich in Verbindung mit grünem Wasserstoff. Dies sind die zentralen Säulen. Und natürlich auch die Investitionen in die Nachfrage. Das heißt im Wärmesektor vor allem Wärmepumpen und im Verkehrssektor vor allem elektrische Antriebe. Es ist machbar und unsere Studie zeigt auf, dass diese Energieversorgung trotz der riesigen Investitionen, die dafür notwendig sind, dann eine billigere Gesamtenergie liefern wird als heute für alle Kunden. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das in Berlin hin? So riesengroße Flächen wie hier in der Wüste Kaliforniens, die haben wir in Berlin nicht, um Photovoltaik auszubauen. Also das wird wohl so nicht gehen. Heißt das, wir haben kein Potenzial in Berlin für Solarenergie, der wichtigsten Energiequelle, denn auch in Berlin wird die Solarenergie für ein 100%-Szenario in 2030 etwa 60% liefern müssen. Vieles wird auch aus dem Umland kommen. Da gibt es schon in Brandenburg natürlich einzelne Flächen, auch jetzt schon realisiert, die groß sind. Aber auch Berlin hat viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch in Berlin Ackerland und Gemüseland, das immer mehr Probleme bekommt mit der Dürre und mit dem Austrocknen wegen der Klimaveränderung, wegen des Klimawandels. Beschattungen helfen, Feuchtigkeit im Boden zu halten. Dieser italienische Bauer macht das schon im 8. Jahr und sagt, ich wundere mich, dass meine Nachbarn das nicht mitmachen. Ich habe jedes Jahr bessere Kornerträge als meine Nachbarn, weil in unserer trockenen Gegend der Schatten der Solarmodule mir bessere Erträge schaffen. Links das Bild habe ich in China gesehen. Freilaufendes Geflügel, artgerechte Tierhaltung, ganz wichtig für den Klimaschutz, was unser Essen auch betrifft, nicht mit Pestiziden, Düngemitteln und vielen anderen und Antibiotika in der Tierhaltung. Das ist alles auch klimaschädlich. Artgerechte Tierhaltung braucht Platz. Die Tiere brauchen im Sommer Schatten. Die Photovoltaik bringt sie. Doppelnutzung vom Acker. Da hat man auch in Berlin schon einige Flächen, die wir so machen können. Aber es gibt andere Flächen. Die Fassaden, die Balkone. Es muss ja nicht gleich so aussehen. Aber das Bild ist doch beleuchtend. Ein junger Mann in Kiew hat gesagt, ich will meinen Strom selber machen, weil ich Klimaschutz haben will. Und er hat selbst in diesem 20-stöckigen Hochhaus in Kiew hat die Lösung gefunden.
Es ist machbar. Die Batterien stehen auch auf dem Balkon. Und die Fassaden könnte man alle schön mit PV-Pflastern und vieles mehr. Heute ist das keine Kostenfrage mehr. Es ist nur eine Frage des Willens, es zu tun. Die Dächer. Und es gibt weitere Flächen, die wir in Berlin haben. Die Straßen. Was ist die erste Solarautobahn der Welt? 2017 schon in China eröffnet. Inzwischen gibt es mehr. Man muss sie nicht nur unten auf den Untergrund machen. Besser noch ist die Idee, sie oben drüber zu packen. Das ist ein Investor, der in Deutschland händeringend das erste Pilotprojekt sucht und Schwierigkeiten hat. Vielleicht gelingt es auf der Avus in Berlin, dies erstmal zu machen. Gleich auch mit den Stromschienen dazu, die Oberleitungsschienen für die Elektro-LKWs und anderes. Flächen in riesigen Mengen sind da und es hat Synergien auch anderer Art. Da gibt es kein Aquaplaning mehr bei Starkregen und Schneeglätte bei Schneefall. Sogar unsere Sicherheit wird befördert. Solche Pilotprojekte voranzubringen gehört zur Politik, damit sie dann nach dem ersten Durchbruch skalenmäßig viel ausgebaut werden können. Würden wir alle Autobahnen in Deutschland damit ausbauen, hätten wir riesige Mengen Ökostrom. Was die Wärme betrifft, haben wir kaum Platz in Berlin? Doch, im Untergrund. Das ungenutzte Potenzial auch in Berlin für die Tiefenerdwärme in den Aquiferen. Hier, das ist ein Bild mit Hot-Dry-Rock-Technik, aber in den Aquiferen geht es auch leichter. Im Münchner Alpenvorland wird das vielfach gebaut. Da gibt es schon Kommunen, die fast alles mit Nah- und Fernwärmesystemen mit Geothermie machen. Und die Stadtwerke München haben große Ausbaupläne für die Geothermie. Genau das ist auch ein Punkt, um die Fernwärme in den Vattenfall-Kraftwerken ersetzen zu können durch eine ökologisch saubere Energieform. Tief ab in den Boden. Und es gibt eine ganze Menge von Bohrungen, von alten Erdgasbohrungen und Erdölbohrungen, wo man mal gesucht hat. Die kann man alle reaktivieren. In Großschönebeck gab es mal einen Großversuch vor 15 Jahren. Der ist hängen geblieben und nicht weiterentwickelt worden. Aber was ganz entscheidend ist, wir müssen natürlich die Energieerzeugung und den Energieverbrauch richtig zusammenbringen. Wir müssen endlich weg von den Einzelinvestitionen, hier eine Solaranlage, dort ein Windrad, da drüben eine Biogasanlage und der Netzbetreiber schreit, Hilfe, Hilfe, wie soll ich das integrieren? Sie haben alle den Bedarf nicht mit der Erzeugung zusammengebracht und ich muss jetzt nur noch riesige Leitungen bauen. Da sollten wir mithelfen. Am besten ist die Entwicklung, einen Mix aus erneuerbaren Energien in jedes Objekt, zusammen mit den Speicherungen und der digitalen Steuerungen. Wir haben so viele Start-ups, junge Leute, gerade auch in den tollen Industrie- und Innovationsparks in Berlin. Die suchen händeringend nach Märkten und die haben Ideen. Die sind richtig toll, diese jungen Leute, die diese Start-ups gegründet haben. Und sie brauchen Märkte. Schließen Sie sich mit ihnen zusammen und fragen Sie, was brauchen Sie für politische Unterstützung, damit das gelingt, damit wir eben das Auto oder besser den Bus elektrisch machen und das zusammenbringen. So wie hier in Shenzhen. Viermal größer von den Einwohnern als Berlin. Schon 2018 waren sie durch. Alle Busse sind elektrisch. Und das Spannende ist, wenn die Busse stehen, vor allem nachts, werden ihre Batterien vom Energieversorger benutzt, um die Schwankungen Sonne und Wind im Netz auszugleichen. Die Synergie zusammen. Was Shenzhen in China kann, warum kann das Berlin nicht? Längst verwirklicht. BYD verkauft gerne die Busse nach Berlin, wenn es Daimler und VW nicht können. Die statten schon große andere Städte damit aus. Auch außerhalb von Berlin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir die heimische Industrie befördern können. Aber wir können nicht warten, bis die Letzten endlich auch begriffen haben, wie VW oder Daimler oder BMW, was wir tun müssen. Wir müssen nach vorne denken und nach vorne gehen. Und wenn der Markt schnell anwächst, können wir es tun. Eine reiche Stadt wie Berlin, sie ist mit Sicherheit, Shenzhen ist mit Sicherheit nicht reicher. Sollte es schaffen können, auch hier schneller zu sein.
Wie sieht ein Aktionsprogramm für 100% erneuerbare Energien aus? Sind viele Spiegelstriche. Auch sie sind nicht erschöpfend. Ich habe aber mal versucht, das Wichtigste schnell auf den Punkt zu bringen, sodass man daraus dann auch eine Politik und eine Agenda ableiten kann. Ganz entscheidend ist, dass das, was ich am Anfang genannt habe, die Denkblockaden aus den Köpfen herausgeblasen werden. Dafür braucht es organisiert Unterstützung für die Menschen, dass sie wissen, wie sie es machen. Klima- und Energiemanager sind ganz entscheidend. Nicht nur einen in der großen Stadt Berlin. In jeder einzelnen politischen Einheit bis ganz nach unten braucht es mehrere. Wir können eine kommunale EEG-Vergütung für Kombikraftwerke machen. Also diese Aufgabe, dass wir den Strom verlässlich produzieren, so wie ihn der Netzbetreiber dann auch gerne hat. Nicht Überschussstrom mittags um 12, immer im Sommer, wenn die Sonne scheint, sondern mit Batterien abends in die Ladespitze gebracht. Das ist spannend. Und da hat der Netzbetreiber Interesse. Und da kann man einen politischen Beschluss fassen. Wir werden demnächst dazu auch ein größeres Papier noch vorstellen, wie man kommunalpolitisch das voranbringen kann. Denn es gäbe ja auch die Möglichkeit, das mit einem bundespolitischen Gesetz zu machen. Auch das haben wir vorgeschlagen. Baupflicht für Solardächer, für Solarstraßen, für Solarparkflächen und vieles mehr. Die Fernwärme, Solarthermie nicht vergessen, sehr wichtig. Aber vor allem ist die Geothermie in Berlin wichtig. Nahwärme im Altbau, im Neubau. Die Altbausanierung spielt weiterhin eine große Rolle. Die hohe Energieverschwendung muss endlich in den Griff bekommen werden. Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen spielen da eine große Rolle. Natürlich die Struktur der Verkehrsänderung, Radverkehr, ÖPNV, Carsharing, alle Stichworte, die ihr alle kennt, sie sind weiterhin wichtig und müssen organisiert werden. Die Antriebe müssen alle auf Ökostrom umgestellt werden, aber auch grüner Wasserstoff, Biogas, Biokraftstoffe können, wenn wir Biogas, Biokraftstoffe sauber und ökologisch mit am besten ökologischem Landbau organisieren, auch einen kleineren Beitrag liefern. Ladeinfrastrukturen, insbesondere für die Mietwohnungen, ist das entscheidend. Die Menschen wollen abends, wenn sie heimkommen, ihr Auto aufladen. Und das sollte man ihnen ermöglichen. Wer fährt schon abends, wenn das Auto leer ist, erst nochmal zum Supermarkt, lädt sein Auto voll und eine Stunde später wieder heim? Das macht doch kein Mensch. Was nicht gegen die Ladesäulen beim Supermarkt spricht. Denn wer es schafft, das alleine nur wegen des Einkaufens immer aufzuladen, ist ja auch gut bedient. Effizienz spielt weiterhin eine große Rolle. Zum Beispiel die weiße Ware, Kühlschränke und vieles andere mehr noch effizienter machen. Die LEDs setzen sich inzwischen überall durch. Tolle Entwicklung an Technik. Das war übrigens ein typischer 10-Jahres-Zeitraum für Technikentwicklung. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir im Deutschen Bundestag 2003 und 2004 große Forschungsprogramme zur Entwicklung der LEDs auf den Weg gebracht haben. Heute sind sie durch. Sie setzen sich überall durch. Informationstechnik natürlich. Und das Beschaffungswesen, orientiert am Fair Trade, das gilt auch für Ökostrom, für Bioenergien, Pflanzenöl, bitte nicht aus Urwaldabholzungen, sondern aus wiederbegrünten, ariden Flächen, dort wo nichts wächst, dort können Pflanzenöle auch Energielieferant sein, auch im internationalen Handel. Viele Themen gibt es, die alle besprochen werden müssen und die in Berlin umwendbar sind. Und aus der Politik für 100% erneuerbare Energien, wie man sie generell in jedem Staat macht, kann man auch einzelne Tools, nicht alle, für Berlin herausholen. Der Klimaschutz muss endlich in die Verfassung, auch in die Berliner Verfassung. Wir brauchen Gesetze für Einspeiseregelungen, und zwar Ausschreibungen. Das war das Instrument, das den Ausbau Wind, Sonne und Bioenergien in Deutschland zum Dezimieren gebracht hat. Das kann man aber nur auf Bundesebene regeln. Aber wie erwähnt, Kombikraftwerksvergütung kann man auch auf der kommunalen Ebene umsetzen. Da sollte man richtig Überlegungen machen, wie man das in Berlin machen kann. Es gibt auch im Berliner Bundeshaushalt große Subventionen noch für fossile, atomare wahrscheinlich nicht, aber für fossile Rohstoffunterstützung, für Technikunterstützung von Erdgasheizungen und anderes. Das gilt es zu durchforsten und alles zu eliminieren.
Steuerbefreiungen nur für das Saubere, nie für das Schmutzige. Für das Schmutzige brauchen wir aber die Schmutzsteuer, die kann nur auf Bundesebene kommen, genauso wie die Steuerbefreiungen. Das wird also kaum ein Berliner Thema sein, es sei denn natürlich über die Bundesratsinitiativen. Die sind auch wieder immer wieder wichtig, um über die Berliner Politik auf die Bundespolitik Einfluss zu nehmen, um dort bessere Rahmenbedingungen in Bundesgesetzen zu schaffen. Forschungs- und Bildungsoffensive, das ist ein klares Berliner Thema. In den vielen Universitäten, in den Einrichtungen, aber nicht nur Universitäten und Schulen. Erwachsenenbildung spielt eine zentrale Rolle in der Bildungsoffensive. Übrigens Erwachsenenbildung auch für Abgeordnete, nicht nur für das normale Volk. Ganzheitliche Gesundheitspolitik. Ich habe es am Anfang beleuchtet, wie die amerikanischen Lungenärzte das in den Mittelpunkt stellen. Auch das gehört in die Berliner Politik. Und der nächster Punkt ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Die Beendigung der Widerstände in Genehmigungsverfahren. Das ist weniger ein Windkraftthema, aber für Brandenburg dann doch schon. Aber das ist vor allem auch ein Thema für Photovoltaik, für Tiefenerdwärme und anderes. Da gilt es, beschleunigte Genehmigungsverfahren hinzubekommen für alle saubere Technologien, damit die Investoren nicht überall 3, 4, 5 Jahre mit hoher Bürokratie warten müssen. Das sind die zentralen Punkte, die man braucht für 100% erneuerbare Energien, auch in Berlin. Wir haben mit der Energy Watch Group viele andere Punkte noch entwickelt. Gerne kann man auf der englischsprachigen Energy Watch Group Seite das noch nachlesen, Gesetzesvorschläge und weiteres. Oder auch auf meiner Seite. Die ist aber mehr eine Seite, wo ich einen Blog habe mit Newslettern, die immer wieder die aktuelle Energiepolitik beleuchtet. Kann ich auch einladen, wer Interesse hat, hier teilzuhaben. So, ich bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Fell, dafür, für Ihren Beitrag. Wir machen das jetzt so, wer eine Frage hat, kann mit einem Sternchen im Chat das mir kundtun, dann rufe ich auf und vielleicht sammeln wir 2, 3 Fragen, dass Sie die dann zusammen beantworten können. Ich möchte noch einmal hinzufügen, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ich habe gedacht, wenn Sie sich verabschiedet haben, Herr Fell, können wir noch ein bisschen zusammenbleiben und uns und weiter unterhalten über das Thema, wer noch mehr Zeit mitgebracht hat. Das möchte ich nur schon mal ankündigen. Der Raum bleibt offen. Genau, okay. Dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier eine Frage von MacBook.